Hallo Freunde und willkommen zurück zu Peer Solar and the Great Architects auf der PlayStation 4. Wir sind ja irgendwo stehen geblieben. Ich muss gerade noch mal gucken, was jetzt unser Auftrag ist. Fragen wir ein paar Leute. Okay, wir müssen ein paar Leute fragen, wo denn die gute Alina abgeblieben sein könnte. Ich hatte ja heute eigentlich nicht großartig vor aufzunehmen. Info am Rande, heute ist der 30. Dezember, sprich kurz vor Silvester. Draußen herrschen schon kriegsähnliche Zustände. Nein, wurde unter die Augen gekommen. Okay, sie hat sie nicht gesehen. Und rausgehen kannst du nicht. Und es gibt so gut wie nichts zu tun. Im Fernsehen gibt es nichts. YouTube ist jetzt auch alles schon durchgeklickert. Habe ich gedacht, nimmst du ein bisschen auf. Als ich noch jung war, ging ich und mein Bruder. Achso, das habe ich ja schon, ne? Ja, das hatten wir schon mal. Brauchen wir nicht. So, wir müssen mal gucken, wo die gute Alina sein könnte. Hatten wir sie schon? Ach ja, stimmt. Ja. Wer könnte denn wissen, wo die gute Alina abgeblieben ist? Ist das schon wieder ein Krach hier? Muss das so einen Krach machen, ja? Ich habe ja eine Vermutung, wo sie eventuell sein könnte. Wir gucken mal in der Zentrale, bevor wir mal zum Hafen gehen. Da könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass sie dort irgendwo rumschwadroniert. Also. Hier war ich noch gar nicht drin, in dem Häuschen. Okay, werden wir bestimmt irgendwie storytechnisch später nochmal hinkommen. Ah, ich muss mir das jetzt hier erstmal gemütlich machen. Ich probiere übrigens gerade mal eine neue Technik aus, was die Aufnahmen angeht. Denn mir ist aufgefallen, dass ich immer noch ein bisschen lautes Hintergrundrauschen habe. Und ich habe eine Befürchtung, woran es liegen könnte. Teste deswegen jetzt mal. Ich berichte euch dann in der nächsten Folge, ob es geklappt hat oder nicht. Beziehungsweise man wird es ja dann auch letztendlich am Rauschen oder Nicht-Rauschen hören. Whatever. We will see what the future brings. So. Diese fliegenden Ratten machen aber auch einen Lärm. Ich liebe das Meer, an einem sonnigen Tag mit der Familie eine Bootsfahrt zu unternehmen. Mein Sohn, mein Mann, beim Angeln zusehen. Herrlich. Ja, du, mach keine Panik, Freundchen, du fällst schon nicht ins Wasser. Achso, wir können ja auch auf Kreis sprinten. Tiere sind alle an der Grippe krepiert. An uns liegt es nun zu verhindern, dass jemand verseuchtes Fleisch aufschlägt. Ach so, okay, deswegen kommen wir dann raus. Wo ist die gute Alina? Vielleicht sollten wir den guten Hiroshio anrufen. Der weiß immer, was zu tun ist. Dann gehen wir doch mal hier zur Farm. Ob uns hier einer helfen kann. Nicht besonders gesprächig, die Jungs hier. Wassermelonen können fast immer zu allem gegessen werden. Als Snack, in Salaten und Nachtischen. Sogar als... Nachtischen. Oh, ja. Sogar als Beilage zum Hauptgericht. So eine Melone als Nachttisch ist bestimmt auch sehr nett. Quasi eine Nachtmelone. Da ist eine Tür auf. Aber hier ist nichts zu holen. Also gehen wir mal zurück. Dann müssen wir wahrscheinlich doch irgendwo hier. Es gibt jetzt hier zwei Waldstücke. Ich glaube, da war ich bei beiden schon. Ne? Genau, da gab es nämlich diese ollen Truhen.
die ich mir allerdings alle schon einverleibt habe. Also schauen wir mal nochmal in der Stadt. Es wird doch hier irgendwen geben, der weiß, wo Alina ist. Er hat sie auch nicht gesehen. So, wo gab es denn jetzt noch Menschen, die uns eventuell sagen könnten, wo sie geblieben ist? Das ist hier die Gasthaustante. Nein, wir brauchen jetzt kein Zimmer. Wir brauchen Informationen! Ich freue mich, dass ihr Kinder was gefunden habt, was ihr alle mögt. Ja, danke, das ist nett, dass du dich für uns freust. Vielleicht weiß die Mama Bescheid. Mach mir keinen Kummer, ja? Und der Papa? Alles klar, Horsten? Yo, Bro. Hier unten war, glaube ich, das Haus von diesem Nerd. Vielleicht weiß der ja Bescheid. Ja, Alina wird... Ich habe es zu schnell gedrückt eben, aber ist egal. Die Wachen drehen gerade jeden Stein um, um sie zu finden. Wenn sie nur innerhalb des Dorfes suchen würden, werden sie sie nicht finden. Du weißt doch was. Du weißt, wo sie ist. Nein, ich weiß nicht, wohin sie gegangen ist, aber sie hat das Dorf verlassen. Verlassen, aber sie kommt doch wieder, oder? Ich glaube nicht. Als ich sie gesprochen habe, schien sie wild entschlossen, Reja so weit wie nur irgend möglich hinter sich zu lassen. Wieso hast du sie nicht aufgehalten? Ach komm, du weißt doch selber, wie sie ist. Ja, schon, aber ich kann es einfach nicht glauben, dass sie sich nicht einmal verabschiedet hat, schöne Freundin einfach so abzuhauen. Er ist jetzt sauer. Oder eingeschnappt. Oder traurig. Was machst du da? Ich packe. Ach so, halt mal, du willst. Ich hasse sie. Ich werde sie finden und ihr die Nase abbeißen. Okay. Aus dem Weg. Warte mal. Du kannst ja warten, aber ich bin weg. Hauen sie rin? Du weißt doch nicht mal, wo sie hingegangen ist, du Schwachkopf. Schau, irgendwer muss ja gesehen haben, richtig. Also hören wir uns im Dorf um. Sobald wir wissen, wo sie lang gegangen ist, folgen wir ihr, okay? Du kommst also mit. Sie ist schließlich auch meine Freundin. Entschuldigung, für einen Moment dachte ich, es wäre dir egal, aber wir dürfen es niemandem verraten. Die würden uns nur aufhalten. Ich weiß, los gehen wir. Gut, jetzt haben wir dann erstmal unseren Buddy wieder an unserer Seite. Das ist ja schon mal viel wert. Einer mehr, der dusselige Fragen stellen kann. Ja, wen fragen wir jetzt nochmal? Während er sich um dringende Angelegenheiten kümmert. Okay. Die sabbeln irgendwie alle immer das Gleiche. Wo ist Alina? Ich weiß ja jetzt auch nicht, ob ich hier mit irgendwem sprechen soll. Nein, hier habe ich nicht gesehen. Bla. Vielleicht gibt es ja jetzt eine neue Notiz. Wir können ja mal einen Blick drauf werfen. Fragen wir ein paar Leute. Ja, wir haben anscheinend bisher die Falschen gefragt, aber so wirklich viele Leute gibt es ja hier auch nicht, die wir fragen könnten. Im Wald ist ein Jäger, der jedem eine Belohnung anbietet, der ein paar Hasen fängt. Der will anscheinend eine ganze Menge, aber das soll ja nicht so schwer sein. Du weißt ja das, was man über Hasen sagt. Nee. Wisst ihr, was man über Hasen so sagt? Dann sagt es mir. Achso, hier hinten ist der olle Händler. Da hinten geht es auch nicht weiter. Da ist auch noch mein Händler. Deine Freundin ist weggelaufen. Unten jagst du ihr auch noch hinterher. Manche Kerle wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Wann werden die Frauen endlich frei von Unterdrückung sein? Oh Gott. Jetzt gibt es hier sogar in so tollen Rollenspielen Feministinnen der ganz harten Sorte. Ja, wen fragen wir jetzt noch? Oder wo gehen wir jetzt hin? Ich habe keine Ahnung.
Das hier war doch Alinas Haus, ne? Ja, genau. Da ist ihr Vater oder Ziehvater. Mal sehen, vielleicht weiß der weiß ja was. Ne, der ist nicht besonders gesprächig, der alte Knauserkopf. Okay, sie weiß auch nach wie vor nichts. Wir können ja nochmal zur Farm gehen. Vielleicht ist ja jetzt hier irgendwie was. Nee, wartet mal. Wartet mal, Leute, wir testen mal was. Wir probieren mal was aus. Warte mal, oh Gott, hier unten ging es ja lang. Grunden drüber. ABC. Hier unten ging es ja lang. Vorteil. So, machen wir mal. Nee, wir kämpfen einfach mal automatisch. So, das Blöde ist, habe ich mit ihm überhaupt. Sammeln, Inventar, Zauber. Ich habe nämlich mit ihm keinen Luftangriff. Und er schmeißt halt mit dem Stein. Warum ist denn der Radar überhaupt schon wieder aus? Wo war denn das jetzt nochmal? Da. Ich glaube, das ging hier oben lang, ne? Wenn ich nicht irre. Und noch ein Angriff hinterrücks. Hier können wir auch Auto machen. Ja, schmeiß da auf die olle Fliegevieh da oben. Das bringt doch viel mehr. So. Arsch. Ah, Konterangriff. Ui. Neue Stufe erreicht. Genau, da oben war der Eingang zu dieser doofen Höhle. Und genau davor werde ich schon wieder angegriffen. Bin ja schockiert. Haut die Sau einfach ab. Oh Gott, wo ging denn das hier nochmal lang? Ich weiß das gar nicht mehr. Man möge es mir verzeihen, denn ich habe jetzt ein paar Tage nichts mehr aufgenommen und weiß daher nicht mehr so genau, wo das hier lang ging. War das hier unten? Genau, hier war doch irgendwie so ein olle Eingang, den ich da beim letzten Mal gesehen habe. Vorteil! Warum greift er jetzt jedes Mal damit an? Du verplemperst deine ganzen deine ganzen Mana-Punkte. Genau, hier war dieser olle Eingang, den ich beim letzten Mal ein bisschen übersehen habe. Vorne war das, wo der, genau, da ist der Speicherpunkt.
Und hier war der Bosskampf vorhin. So, jetzt mache ich wieder manuell, damit er nicht andauernd seine ganzen Magiepunkte verschwendet hier. So, dann sind wir jetzt wieder im Garten. Hier gab es ja, glaube ich, keine Gegner, ne? So, hier unten war das mit unserem Nerd. Dann gehen wir mal, wo diese Statue war. Da hat er das Mädel irgendwas drüber gequatscht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das Knallen gerade gehört habt. Da draußen herrschen schon wieder so leicht kriegsähnliche Zustände. Dann haben wir diesen Weg jetzt doch umsonst getan. Irgendwie konnte man sich doch wieder zurück teleportieren hier, ne? Ah, genau, so war das. Okay, dann brauchen wir da gar nicht weiter gucken. Suchen wir weiter nach Alina. Ach nee, wir müssen ja hier unten durch. Ah, verdammte Axt, Hinterhalt. Schön gekontert. Dann greifst du jetzt den an und du schmeißt einen Stein nach dem. Hinweg, Schurke Übler. Aber irgendwie dürfte er da auch nicht mehr allzu lange... Ja, er müsste bald sein Level up haben. Gut, da kommen wir nicht weiter. Es ist natürlich so ein kleines bisschen guter Rat teuer, wo sie denn sein könnte. Hier ist nix. Ich befürchte mal, dass wir die gute Alina in dieser Folge nicht mehr finden werden. Ihren Aufenthaltsort werden wir nicht erfahren. Befürchte ich mal. Ist gerade woanders im Einsatz. Ja. Woanders ist gut. Ach Quatsch, das ist falsche Richtung. Ich muss nach oben laufen. Na.
Es könnte womöglich der Kampf werden, indem wir das Level Up bekommen. Ach scheiße, ich habe auch nur noch 19 Steine. Muss da mal gucken, ob ich die irgendwie wieder rankriege. Neue Stufe erreicht. Sehr geil. So, der Baum sieht leicht verdächtig aus hier, aber das bringt uns gerade nichts. Mit dem Hasen können wir auch nicht interagieren. Oh. Dann können wir mit ihm auch mal sammeln und mit ihm schmeißen wir einen Stein. Was ist dieses? Das sieht doch... Ach, das ist eine geschlossene Truhe. Oder eine, die ich bereits geöffnet habe. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wir laufen mal weiter runter. Die Zeit ist zwar eigentlich schon um, aber wir machen jetzt gerade mal ein bisschen länger. Um hier wenigstens noch ein... Ah, fuck, jetzt habe ich mich vertan. Aber ich denke mal, er wird jetzt auch automatisch den anderen angreifen. Genau. Wäre ja auch schlecht, wenn nicht. Ah, hier unten steht eine Truhe, die ich übersehen habe. Eisenschwert. Gut, dann letzte... oh Gott, schluck auf. Letzte Amtshandlung. Bringt mir nichts, kann ich höchstens verkaufen. Ihm bringt der Dolch auch nichts. Gut, dann belassen wir es jetzt erstmal dabei. Wir machen weiter in der nächsten Folge und hoffen mal, dass wir Alina finden. Ich danke jetzt hier auf jeden Fall fürs Reinschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Kommentieren, Teilen, Liken. Viel Spaß dabei. Ich wünsche, da ich jetzt vor Silvester bin, allen einen guten Rutsch. Wir sehen uns. Bis dann. Ich verabscheue mich.